Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns die Beziehung zwischen Widder und Steinböcken an. Das wird auch sehr interessant. Auf jeden Fall nochmal kurz ein Disclaimer. Das, was ich jetzt erzähle, gilt nicht nur für die Sternzeichen. Ja, also wir haben ja auch andere Planeten vielleicht in diesen Zeichen. Vor allem Venus kann hier eine Rolle spielen. Mond aber natürlich auch. Das sagt uns, wie wir auf andere vielleicht mehr reagieren. Aber genau, also auf diesem Kanal hier wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen, nicht nur so oberflächlich darüber reden. Auf jeden Fall fangen wir einfach mal direkt an mit Widder und Steinbock. Wie sieht die Beziehung aus? Erstmal müssen wir sagen, die sind in einem Quadrat zueinander. Das heißt, beide sind kardinal. Und ein Quadrat bedeutet Reibung. Das bedeutet, ein Lernprozess findet statt zwischen den beiden. Das heißt zum Beispiel, beide initiieren und kreieren, aber auf eine andere Art und Weise. Mit einem anderen Element, okay? Also Steinbock initiiert und kreiert praktikabel und bedacht sozusagen und Widder initiiert, aber gefühlvoll und auf seine Ansichten bezogen sozusagen. Also er macht das eher kreativ. Nicht unbedingt, dass es jetzt logisch sein muss oder seinen Boden haben muss. Und ein Lernprozess bedeutet, dass beide voneinander lernen dürfen. Zum Beispiel darf Widder auch von Steinbock mal lernen, praktikabel zu kreieren, sozusagen. Und Steinbock umgekehrt, ne, auch mal auf seine Gefühle zu kreieren. Und so auf eine Art und Weise, dass man mehr erlebt und unlogisch vorgeht, sozusagen, ne, und kreativ. Auf jeden Fall, das ist erstmal wichtig klarzustellen. Eine Reibung bedeutet, erstmal versteht man sich nicht so leicht, okay? Da kann immer eine Energie zwischen euch sein, dass ihr ein bisschen gegeneinander seid oder ihr seid einfach ein bisschen unterschiedlich. Ja? Ihr macht zwar irgendwie dasselbe, ihr wollt irgendwie anführen, kardinal sein und Neues kreieren sozusagen. Also da ähnelt ihr euch sozusagen, aber ihr macht das irgendwie anders und das geht euch so ein bisschen auf die Nerven. Der eine will so Anführer sein, der andere will so Anführer sein. Das ist immer so eine Energie zwischen Widdern und Steinböcken. Auf jeden Fall, dann gucken wir uns die Elemente mal an. Element Erde will immer, wie gesagt, praktikabel vorgehen und bedacht. Also Erde ist so Stabilität und so und Strukturen verstehen, langsam und sichermäßig mit Plan. Aber Feuer ist natürlich so in den Gefühlen, so straight, so direkt, so kreativ, einfach drauf los, in die Zukunft, optimistisch. Nicht unbedingt in der Gegenwart. Erde ist Gegenwart, er guckt, er will die Gegenwart verbessern. Dann aber Feuer ist in der Zukunft. Er ist vielleicht, kommt vielleicht als, ja, manchmal können die auch als Träumer rüberkommen, ne, weil die immer eine Vision sehen und dann darauf handeln wollen. Aber auf jeden Fall, Erde bedeutet Yang Yin. Das heißt, Erdezeichen nehmen die Realität bzw. das Männliche nach innen. Sie reagieren auf das Männliche, sei es der Verstand, seien es Gedanken. Das heißt, sie nehmen die Gedanken nach innen und darauf reagieren sie. Sie brauchen sozusagen Realität deswegen. Wobei aber Widder, in Wirklichkeit könnte man sogar sagen, dass Erde und Feuer so ein bisschen in Opposition sind. Das sind die wahren Oppositionen. So wie Luft und Wasser. Weil Luft kann gar nicht emotional sein, 0,0%. Erde vielleicht so, ja, ich will mich jetzt nicht auf Prozentzahlen beruhen, aber so sagen wir 20% oder 15%, weil sie reagieren trotzdem. Aber zum Beispiel Wasser ist komplett dann reagierend, 100% emotional, so kann man so sagen. Und ja, Feuerzeichen wären dann 80% emotional sozusagen, beziehungsweise in den Gefühlen, sagen wir das so. Aber zurück kurz zu den beiden. Und zwar Erde bedeutet ja, dass hier Steinbock, was wollte ich sagen? Ich habe meinen Punkt ein bisschen vergessen, aber im Prinzip, dass die Elemente hier ein bisschen opposierend sind. Also ja, genau, wir waren bei Feuer. Widder ist aber Yin, Yang. Also sie sind komplett anders. Versteht ihr? Erde ist Yang, Yin, musst du dir vorstellen. Das heißt, sie reagieren auf das Äußere. Aber Widder, also Feuerzeichen, sind Yin, Yang. Das heißt, sie bringen die Gefühle nach außen. Sie reagieren nicht, sondern sie agieren auf ihre Gefühle, auf das Unlogische, auf das Kreative, auf das, was nicht sichtbar ist, sozusagen. Und da ist immer ein Kampf. Da ist so ein bisschen ein Kampf. Aber auch, hey, das dürfen wir nicht vergessen, eine Reibung, ein Quadrat, ist nicht nur negativ. Das kann das Positivste sein überhaupt. Also weil die negativen Umstände in unserem Leben erscheinen vielleicht erstmal beim ersten Blick negativ, aber in Wirklichkeit sind sie positiver.
als die normalen positiven Dinge, also die Dinge, die am Anfang schon positiv aussehen. In Wirklichkeit sind die negativen Dinge die, die uns am weitesten bringen können. Und deswegen ist hier die Power in diesem Quadrat, genauso wie in Opposition auch. Hier ist die Power, dass man lernt, dass man noch eine andere Perspektive bekommt, dass man von jemandem irgendwas mitnehmen kann, dass man sich mehr ausbalancieren kann in seinen eigenen Stärken und Schwächen und so weiter. Und das ist die Power hier zwischen Steinbock und Widder. Die können sich ausbalancieren, ausgleichen. Der Widder initiiert, beide initiieren. Die können ein Dreamteam sein sozusagen, wenn sie nicht zu sehr aufeinander gehen. Aber der Steinbock kann helfen, dass das alles noch ein bisschen stabiler aussieht sozusagen. Und der Widder kann helfen, noch krassere Ideen reinzubekommen. Noch mehr Kreativität einfach reinzubekommen sozusagen. Das dazu. Jetzt gehen wir mal weiter. Und zwar zu den Planeten, wie die Planeten aufgestellt sind. Gucken wir uns mal an. Beide haben auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Und zwar Mars. Mars regiert Widder und ist erhöht in Steinbock. Das heißt, beide verstehen hier und sind im Spektrum von Mars, in der Kriegerenergie, in der Kampfenergie, in der aggressiven, leidenschaftlichen Energie, Verlangen und so. Sie verstehen beide Verlangen, dass man Ziele haben sollte, dass man Antrieb und Motivation haben sollte. Das haben beide und dadurch verstehen beide, dass man mehr auf sich schauen sollte, auf seine Fähigkeiten, auf seine Ziele, so, weißt du? Auf seine Verlangen, auf seine eigenen. Und das verstehen beide, das macht sie beide eher rücksichtslos, deswegen können sie sich da verstehen. Also sie sind, deswegen sind beide ein bisschen unabhängiger, weil sie eher auf sich fokussiert sind. Sie wollen nicht unbedingt jetzt so wie Venus-Zeichen sozusagen, wollen sie es nicht anderen recht machen, sondern sie gehen einfach, sie haben eine Passion von unten und darauf wollen sie agieren sozusagen. Das können beide verstehen. Das Negative daran ist, dass beide Mars regiert bzw. beeinflusst sind. Das ist, dass beide manchmal sich nicht dann verständigen können. Weil da sind dann beide manchmal unbalanciert. Da ist zu viel Rücksichtslosigkeit in ihrer Beziehung. Der eine ist rücksichtslos, der andere aber auch. Keiner balanciert das richtig aus. Keiner kann dem anderen hierbei sagen, hey, wir müssen besser miteinander umgehen sozusagen. Natürlich können die es da merken, aber es fehlt diese Venus-Energie, diese Mond-Energie, ja. Es fehlt diese Energie, dass man auf andere Rücksicht nimmt. Es ist einfach so. Also, alle haben positive und negative Seiten und wir dürfen diese negativen Seiten auch als etwas ansehen, was einfach da ist. So, daran dürfen wir natürlich arbeiten. Aber gehen wir mal weiter. Also, wie gesagt, das Negative ist daran, dass beide eher so dann sehr radikal sein können, sehr durchsetzungskräftig. Beide wollen sich durchsetzen. Und dann kommt natürlich noch mehr Kampf, noch mehr, dass sie beide wieder voneinander lernen dürfen oder sich ausbalancieren dürfen. Aber in eurer Beziehung kann manchmal zu viel Mars-Energie herrschen. Zu viel einfach, ja, wie ich bereits meinte, dieses egoistische eher. Mars ist egoistische Energie. Gehen wir mal weiter zu Widder. Widder ist die Sonne erhöht. Das heißt, er handelt extrem viel. Er hat viele Wünsche und Ideen, so in der Art. Und er hat auch ein bisschen mehr Ego als Steinbock vielleicht, auch wenn er sich nicht unbedingt anmerken lässt. Aber nee, beide haben. Man kann das nicht so sagen, natürlich. Aber was ich sagen wollte ist, das Positive ist, Widder kann für den Steinbock manchmal, der kann auf jeden Fall mithalten, aber der kann den Steinbock manchmal noch mehr zeigen, was geht, weil er direkt handelt. Und der Steinbock, der handelt zwar auch so, der ist auch eher direkt so drauf, aber manchmal ist diese Erde, diese Saturn-Energie bei ihm noch, dass er noch mehr bedenken will und noch mehr praktikabler vorgehen will. Aber der Widder kann manchmal dem Steinbock hier zeigen, hey, das geht auch, zack, mach einfach schnell, zack. Manchmal kann den Steinbock das aber nerven, weil er halt so direkt ist und zu schnell, dass er nicht verstehen will und so und dass er nicht hören will vielleicht manchmal. So eine Energie herrscht bei ihm, weil er immer sehr viel handeln will natürlich. Er will immer direkt gewinnen. Und er will nicht nachdenken über Dinge, er will keine Routine. Dazu kommen wir gleich auch noch, dazu sage ich auch noch was gleich. Aber das ist so ein Fakt, dass Widder viel handelt, was positiv sein kann, aber auch vielleicht manchmal dann zu schnell. Aber ich würde sogar sagen, dass der Steinbock das an dem Widder mag. Dass er auch so direkt ist und keine Zeit verschwenden will, so in der Art und Weise. Und dass er aber, ja, das war es im Prinzip. Dazu sage ich nicht mehr. Auf jeden Fall, weiter geht's. Pluto ist erhöht in Widder, natürlich. Das heißt, er versteht, wie man Dinge transformiert. Er versteht, dass man
selber die Macht behalten sollte. Und da kann ein Machtkampf zwischen Pluto und Widder sein. Weil Steinbock will sich auch nichts sagen lassen. Steinbock ist auch Boss. Hier kommt so Boss gegen Boss so ein bisschen, was natürlich negativ sein kann, also unharmonisch sein kann. Das ist ja ein Quadrat. Unharmonisch, aber Unharmonie, sozusagen, neues Wort, das muss nichts Negatives sein eigentlich. Das ist eher was Positives, wenn man lernen darf dann. Aber hier kommt Boss gegen Boss und diese Energie kann zwischen euch manchmal herrschen, wenn ihr mal darauf achtet, dass beide einfach die Hand haben wollen. Die Überhand haben wollen. Manchmal ist der Widder aber auch zu transformierend, zu schnell, zu instabil für den Steinbock. Weil Pluto, müssen wir verstehen, ist instabile Energie und wo das erhöht ist, kann man manchmal damit übertreiben, mit dieser instabilen, nicht einzuschätzenden Energie. Und das kann manchmal Steinbock am Widder vielleicht nicht mögen. Und umgekehrt Widder vielleicht auch nicht am Steinbock, weil er nicht so flexibel ist zum Beispiel. Ja? Dafür ist aber Steinbock ein bisschen vertrauenswürdiger im Sinne von, er weiß, was er tut. Er ist kompetent so. Er hat seine Stabilität. Wobei Widder man auch so sein kann, aber eher ja, nicht unbedingt diese praktikable Energie hat, einfach diese sehr realistische Energie. Dazu kommen wir aber auch gleich. Dann ist aber die Sache, in Widder, hier verstehen sie sich nicht. Widder, aber nochmal kurz zu Pluto. Steinbock kann diese Energie an Widder auch mögen, ne? Dass er so sehr machtvoll ist einfach. Er will die Macht an sich reichen. Und da können sich beide sogar ganz gut ausgleichen. Steinbock hat, wie gesagt, auch ein bisschen diese Energie. Weil Mars und Pluto sind immer sehr ähnlich. Pluto ist sozusagen der Vater von Mars. Und Mars ist ja erhöht auch in Steinbock. Aber jetzt wieder zur Sache, wo sie sich nicht verstehen. Saturn fällt in Widder. Und Saturn regiert aber Steinbock. Das heißt, die verstehen sich hier nicht, was Realität angeht. Steinbock ist realistisch, Widder nicht. Widder will nicht auf die Strukturen achten, nicht auf die ganzen Systeme und so, auf die Grenzen will er nicht achten, was den Steinbock manchmal nerven kann, aber auch ausbalancieren kann. Also hier könnt ihr euch wieder ausbalancieren, weil der Steinbock dir wirklich beibringen kann, Widder, dass du mehr auf die Realität achten darfst. Und umgekehrt darf der Steinbock auch von Widder lernen, hey, achte mal nicht so sehr auf die Realität. Und das ist aber, wie gesagt, die Sache, wo sie sich nicht unbedingt verstehen. Weil der Widder will nicht unbedingt jetzt immer mit den Grenzen konfrontiert werden. Er will einfach seine eigene Realität erschaffen. Das kann den Steinbock manchmal nerven, beziehungsweise der Steinbock sieht das als zu dumm an. Ja, der Steinbock sieht den Widder als zu dumm an. Ist so. Ist so. Irgendwo ist da diese Energie. Vielleicht spricht man das nicht aus, aber es ist im Endeffekt ist diese Energie da. Und den Widder sieht den Steinbock vielleicht manchmal als besserwisserisch da, beziehungsweise... Was gibt es dafür ein besseres Wort? Als zu stur auch, beziehungsweise ja auch zu realitätsbedacht irgendwie, zu spielverderberisch so in der Art. Ja, mir fällt kein besseres Wort ein, auf jeden Fall. Genau, daran verstehen sie sich nicht unbedingt. Dann, Venus fehlt in Widder, was aber auch jetzt nicht eine große Rolle spielt, weil das bringt Widder dazu, dass er nicht unbedingt auf andere achtet, nicht unbedingt auf, er ist nicht unbedingt in der Energie, dass er jetzt auf jeden achten will und sozial sein will mit jedem und perfekt achtet darauf, was er sagt zu jedem, dass er gar keinen verletzt. Natürlich ist es nicht unbedingt seine Intention, jetzt andere zu verletzen, aber manchmal ist er so direkt und ist einfach, ihm fehlt diese Venus-Energie, dass er auf andere achtet, dass er dann trotzdem manchmal verletzend rüberkommt. Und, aber Steinbock ist auch ähnlich, weil Mond fehlt in Steinbock, genauso wie Venus in Widder fehlt und Venus und Mond sind ein bisschen ähnlich, deshalb da können sich beide auch verstehen sozusagen, aber manchmal kann die Balance fehlen, weil beide sind eher rücksichtslos. Beide sind nicht unbedingt sozial, weil Steinbock reagiert auch nicht unbedingt auf andere. Er ist eher so, es ist mir egal, was du machst. Und Widder hat diese ähnliche Energie auf jeden Fall. Wobei vielleicht Widder sogar manchmal ein Ticken netter sein kann. Aber auch nur ein Ticken sozusagen. Wenn wir das jetzt mal so pauschal sagen wollen. Wie gesagt, das, was ich sage, das basiere ich auf etwas. Das sage ich nicht einfach so. Auf jeden Fall, dieser Venus-Aspekt, das ist halt ein Team, ihr seid beide ein Team, Steinbock und Widder, das eher, wie gesagt, auf sich bezogen ist, einfach macht und nicht unbedingt auf andere achtet. Ihr seid jetzt nicht unbedingt die, die euch mit jedem unbedingt beziehen wollen. Und darin versteht ihr euch auch wiederum ganz okay. So, ne? Manchmal, wie gesagt, kann da aber die Balance fehlen, dass keiner es euch wirklich beibringen kann.
von euch beiden so. Dann gehen wir jetzt mal zu Steinbock hinüber und da sagen wir erstmal, dieser, ne, Saturn haben wir schon geredet darüber. Saturn regiert Steinbock, das macht ihn halt so realistisch und er versteht Strukturen, was ihn aber wieder dann nervt, weil er das dann nicht versteht oder nicht so agiert wie er. Das kann aber, wie gesagt, das können sie voneinander lernen. Dann, wie gesagt, dieser Mondaspekt ist auch wichtig, weil dadurch ist Steinbock nicht unbedingt reaktionsfreudig, er antwortet nicht unbedingt auf jeden, er hat weniger Fürsorge, wenn wir es einfach mal so sagen wollen, weil Mond steht dafür. Er will sich nun nicht unbedingt mit jedem verbinden, vielleicht auf geschäftliche Art, aber nicht emotional. Und das ist der Unterschied. Und das kann natürlich aber dann auch hier ein Punkt sein irgendwo, wo sie sich auch nicht verstehen, weil der Widder ist gefühlvoll. Der Widder ist irgendwo gefühlvoll, er ist in den Gefühlen. Steinbock ist aber 0% so in den Gefühlen. So, sozusagen. Das heißt, das kann manchmal kann der Widder auch zu viel wollen, wo dem Steinbock das aber dann auch egal ist. Also Widder kann manchmal dann der sein, der zu abhängig ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es eher Widder. Aber Widder ist trotzdem unabhängig, aber weil er halt in den Gefühlen ist und ihm Dinge auch irgendwo wichtig sind, intuitiv so, kann er auch manchmal mehr sozusagen verlangen, mehr wollen. Und dem Steinbock, der braucht vielleicht mehr Zeit oder der sieht nicht unbedingt den Nutzen in Dinge. Aber gehen wir mal weiter mit Steinbock. Dann in Steinbock, Mars hatten wir schon genannt. Jetzt nochmal kurz Jupiter. Jupiter fällt in Steinbock. Was bedeutet das? Steinbock umso weniger Spiritualität versteht und Gefühle und Ansichten und Erfahrungen so und dass man erfahren soll und neue Horizonte sehen soll, die sind nicht unbedingt in diesen Energien verloren. Die wollen nicht unbedingt die Bedeutung hinter Dingen verstehen. Sie sehen die Dinge mit Fakten, also sie basieren sich auf die Fakten. Und das hier kann auch wieder ein kleiner Konflikt zwischen den beiden sein, weil Widder ist ein bisschen in dieser Jupiter-Energie. Jupiter ähnelt halt, Jupiter ist halt Feuer so ein bisschen. Jupiter ist gut in Feuerzeichen auch. Aber das ist auch vielleicht ein kleiner Konflikt, weil Widder achtet gerne auf die Gefühle, die Ansichten irgendwo. Und er will auch erleben und erfahren. Er ist vielleicht mehr bedeutungsvoller als Steinbock. Und das kann auch ein kleinerer Konflikt sein, weil Steinbock sozusagen nicht unbedingt auf diese Spiritualität achtet. Oder beziehungsweise damit richtig umgeht manchmal. Manchmal Steinböcke, natürlich, Steinböcke können spirituell sein, sage ich ja nicht, aber die Art, wie sie spirituell sind, sind eher, sie wollen den Nutzen hinter Spiritualität sehen. Sie gehen damit realistisch um, was man sozusagen, was dann aber irgendwo nicht zusammenpasst, aber trotzdem eine Stärke ist. Weil hier die eine Seite mit der anderen Seite zusammenkommt. Aber auf jeden Fall, das war's zu euch erstmal. Fazit ist auf jeden Fall, ja, wenn man hineinführt, ist es bei euch so, ihr versteht euch auf jeden Fall. Ihr wollt beide kreieren, ihr wollt euch nichts sagen lassen und so. Ihr seid beide in denselben Energien irgendwie drin. Manchmal kann es aber auch zu radikal sein, so ein bisschen zu rücksichtslos bei euch. Aber ihr könnt voneinander lernen. Es ist aber, ich muss sagen, in eurer Beziehung ist immer so ein bisschen ein Kampf, ist immer so ein bisschen Frustration. Hey, der macht das nicht so, wie du es willst. Ist immer so, es geht nicht. Bei Quadraten ist das so. Es sei denn, andere Planeten können es nochmal ein bisschen ausgleichen, aber an euren Handlungen, wenn wir jetzt über eure Sonnenzeichen reden, wenn ihr Steinbock und Widder jeweils in euren als Sonnenzeichen habt, dann ist es in euren Handlungen so. Je nachdem, wenn es in eurem Mondzeichen zum Beispiel ist, das, was ich alles gesagt habe, also diese Zeichen, wenn ihr sie in eurem Mond habt sozusagen, dann ist das bezogen auf eure Emotionen und wie ihr auf Dinge reagiert. Ja, aber im Prinzip würde ich sagen, es ist möglich, aber es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass ihr euch so mögt. So blöd ausgedrückt. Manchmal ist da nicht diese Verbindung, die man unbedingt will voneinander. Trotzdem, ihr seid eher so ein Team, das zusammen auf etwas hinarbeiten kann. Das sogar, würde ich sagen. Ihr habt beide ein Ziel und das könnt ihr gut verfolgen. Und das ist das Positive. Aber natürlich, alles ist möglich. Auch eine Beziehung zwischen euch natürlich. Achtet einfach nur darauf, dass ihr manchmal diese Sanftheit übt. Diese Sanftheit und Zuneigung ist wichtig, damit auch eine Beziehung länger hält. Diese Liebe irgendwie auch. Dass ihr euch dem mal, dieses Mitgefühl, dieses auf andere achten, das dürft ihr wirklich voneinander lernen. Also nicht voneinander, aber in eure Beziehung hineinbringen, diese Energie. Damit da auch Harmonie herrscht. Damit es nicht eine Beziehung ist, die einem nur frustriert.
Ich hoffe, es hat sich nicht so negativ angehört, weil hinter jedem kann was Positives stecken. Wie gesagt, Astrologie ist immer nur ein Tool, um danach zu gucken, was noch besser verbessert werden kann. Aber man sollte seine Beziehung nicht auf die Astrologie nur sozusagen runtergradieren lassen. Verstehst du vielleicht, wie ich meine? Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Video.